Jo, moin, die Flüte und ahoi, liebe Landratten und Rädchen, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Online. Mit mir dabei, James Chakotay. Mahlzeit, und ihr dürft jetzt beim Anno alle mal in die Kommentare schreiben. Gute Besserung, lieber Anno, weil der Anno ist ein bisschen krank. Ja, danke. Bei dir aber auch, denn der James hat mir gesagt, der ist auch ein bisschen angegriffen. Ja, mal wieder. Ja, aber passt schon. Für alle. Also an alle da draußen, die noch am Leben sind, nicht krank sind und was auch immer. A, werdet nicht krank dann, und B, an alle anderen gute Besserung. So, ja, wir hatten ja in Folge 171 angefangen damit, die Mission Allianzen zu spielen. Genau. Und ich glaube, wir haben sie beide nicht mehr. Von daher müssen wir, glaube ich, von vorne anfangen. Ich habe sie noch bei mir in der Liste, aber ich kann sie verwerfen. Ich kann irgendwie, wenn ich hier stehe, steht hier nur noch Beginnen Allianzen, nicht Fortsetzen. Also wenn, dann müsstest du, ich sollte sie vielleicht verwerfen, und wenn du sie teilst, dann join ich am Punkt mit dir, oder? Wir stehen, glaube ich, auch am falschen Planeten. Ich flieg mal. Ja, ich kann hier jetzt auch beginnen, Allianzen. Wird schon richtig sein. Also ich kann da hinten aber auch beginnen, Allianzen. Ja, konnte ich jetzt gerade nicht. Ich musste erst hier hinfliegen. Gut, aber beginnen ist ja falsch, wenn wir schon eine Folge haben. Ja, dann beginnen wir einfach mal, oder? Von vorne? Ja, weiß ich nicht, ob das denn von vorne losgeht. Also du kannst nicht fortsetzen. Nee. Ich habe auch nur beginnen. Dann beginnen wir mal. Gut, dann. Auf geht's! Liebe Freunde. Ach ja. Mal sehen, ob das neue technische Gerät hält, was es verspricht. Bisher. Die neue Graphic Unit Device. Ja. Ja, genau die. Also ich habe schon festgestellt, dass allgemein die Framerate in Star Trek Online ein bisschen besser geworden ist. Hast du schon den ultimativen Riser-Test gemacht? Den habe ich auch schon gemacht, da hat es nichts geändert. Echt nicht? Nein, gar nichts. Boah, lol. Was also doch, Scheiße. Minimal. Ich habe nicht mehr 13, sondern jetzt 15 FPS. Ui. Ja. Zwei hast du garantiert nur mehr bekommen, weil kein anderer Mensch da war. Vermutlich. Sir, wir haben das Allianz-System erreicht. Die USS Voyager befindet sich hier zusammen mit der USS Rhode Island und ein paar anderen Schiffen. Admiral Tuvok erbittet ihre Anwesenheit an Bord der Voyager. Sehr gut, lassen Sie uns sehen, was Sie zu sagen haben. Ich glaube, jetzt kam dieses große Hin- und Her-Gerede mit den Herrschaften da, ne? Ich glaube, ja. Das hatten wir definitiv schon mal. Mal sehen. So, der Voyager Beam. Okay. Sowas von bereit. Oh. Kamera im Beam-Bereich war eben so, dass ich schon den Flur gesehen habe. Cool. Ich so. Nicht. Commander Van Zyl. Ich mag die Tante immer noch nicht. Is in the conference room with the other members of the task force. Follow me, please. I'll take you to him. Zeigen Sie mir den Weg, Commander. Ich mag sie nicht. Ich mag sie nicht. Seems like we're never gonna get you that tour. Sorry. Ach ja, herrlich, wie sich hier alle salutieren, wa? The others are waiting for you in the conference room. Natürlich, vor der Admiralität muss man noch gut dastehen. Ach, und John, ach, du bist da gelandet. Ja, an die Konferenzraum da drüben, ne? Ich wollte gerade sagen, falsche Richtung. Erstmal wieder hier orientieren. Orientieren? Orientieren. Ja. Lass die armen Orientiere in Ruhe. Sich dem Tisch nähern. Hab ich doch schon. Let us begin. While the Kobali and the Benthans have agreed to join our alliance, there are many other races in the Delta Quadrant in a position to help us defeat the Vodwar. It will be up to us to show them the benefits of joining us. Seven, I would like you to contact the cooperative. The cooperative should be amenable to our offer. They have as much to lose as we do. Neelix, your experience as a trader makes you an excellent choice to work with the Hazari. The Hazari? This won't be easy, but I should be able to pull it off. Captain Kim, we've arranged a meeting for you with the leaders of several Kazon sects. I don't trust the Kazon, but I'll give it my best effort. Doctor, you have experience with the hierarchy.
I would like you to infiltrate one of their ships and learn more about how they make decisions. Ooh, I have several new subroutines that will be perfect for this mission. As for you, I would like you to visit the Touré and the Octanti, and then provide support to any of the others who require it. We need allies to turn the tide of this war. We cannot fail. You can leave if you return to the transporter room, though there is some time to speak with the crew. Okay, dramatisch, dramatisch. Sollen wir die Texte jetzt alle nochmal mitnehmen? Weil die hatten wir in der letzten Folge ja schon. Klicken wir sie zumindest einmal durch, falls das irgendwie zu... I never thought I'd be a spokes... Missionsziel hier gehört. This is going to be... The cooperative. Ja, eigentlich ist es optional, aber gut. Egal, wir nehmen auch das optional. The Kazon are argued. Rhode Island is a... Also an alle, die vielleicht die letzte Folge nicht gesehen haben, schaut euch die nochmal an. Folge Nummer 171. Bei genau. James und bei mir an der Playlist. Und da spielen wir im Prinzip exakt dasselbe hier. Darum kürzen wir das jetzt ein bisschen. Ja. So viel zum Abkürzen. I believe I can fly. Ready to beam you back to your ship, sir. Wir beamen dann schon mal zum Schiff. Ja. Ach, schön. Lang nicht mehr gehabt und doch wiedererkannt war. Ja. Der Besatzung Befehle erteilen. Genau. Wie lauten Ihre Befehle, Captain? Achso, Admiral Tuvok hat uns gebeten, den Touré und den Octanti einen Besuch abzustatten. Aus welchem Grund? Wir formen eine Allianz der verschiedenen Rassen hier im Delta-Quadranten. Sie versuchen die verschiedenen Rassen des Delta-Quadranten gegen die Wort zu mobilisieren? Gute Idee! I like. Ich hab eine Idee! Entschuldigung, ich bin noch so ein bisschen Comedy geschädigt. Es wird kein Kinderspiel sein, doch es gibt ein altes Sprichwort, das wie folgt lautet. Schließt euch zusammen und sterbt oder sterbt allein. Und sterbt allein, ja, das passt. Ein Wort austauschen, wie das doch wieder das alles verändert, ne? Ja. Ein Großteil der ursprünglichen Crew der Voyager wird auch Kontakte zu den anderen Spezies aufnehmen. Wir müssen sie so gut es geht unterstützen. Das Schiff läuft auf Hochtouren, Captain. Was ist unser erstes Ziel? Die Touré. Danach ist es an uns zu entscheiden, mit wem wir uns als nächstes beschäftigen wollen. Zum Touré-System warpen. Ja, jetzt überlege ich nur gerade, hatten wir schon gespielt nach der New Dawn oder hatten wir das vor New Dawn gespielt? Ja, 2 Wochen ist es definitiv. Ich glaube vor New Dawn. Okay. Dann erklärt das, warum ich die Schrift plötzlich viel besser lesen kann. Ja, ne? Sir, wir haben das Touré-System erreicht. Es ist deutlich ruhiger als das letzte Mal, als wir hier waren. Die Langstreckenscans zeigen Wachposten von Touré-Schiffen im Orbit an. Die Sensoren empfangen jedoch keine Signale der Wut. Es scheint, als ob die Touré sich selbst überlassen. Als ob sie die Touré sich selbst überlassen haben. So. Wir empfangen ein paar seltsame Subraumstörungen, Captain. Ich schlage vor, dass wir diese untersuchen, bevor wir die Touré kontaktieren. Setzen Sie einen Kurs für die Subraumverzerrung, damit wir einige Scans machen können. Gucken wir uns das Ding nochmal an. Pink. Strahlt. Seltsam. Es sah so aus, als wäre da ein Schiff für einen Moment im Subraum gewesen, aber jetzt ist es wieder verschwunden. Die Touré benutzen den Unterraum. Also könnte es eines ihrer Schiffe gewesen sein. Doch die Vadvor verwenden den Unterraum ebenfalls. Was es auch immer war, es ist verschwunden. Die Touré reagieren nicht auf unsere Nachrichten, Sir. Vielleicht bekommen wir mehr Aufmerksamkeit, wenn wir uns weiter nähern. Setzen Sie einen Kurs auf den Planeten. Okay. Hallo, Freunde, hallo, hi, guten Tag, hallo. This is restricted space, and you're not welcome.
Ich wollte nur Hallo sagen. Wir befinden uns auf einer diplomatischen Mission und würden uns gerne mit Ihrer Regierung über unsere Bedenken, nicht nur hinsichtlich der Sicherheit Ihrer Heimatwelt, sondern der des gesamten Delta-Quadranten unterhalten. We don't need your advice. Our Voth allies are more than strong enough to help us. Da Sie anscheinend nicht für Ihre Regierung sprechen können, schlage ich vor, dass Sie mich mit jemandem in Verbindung setzen, der das kann. Very well. Ambassador Norik will speak with you now. Don't waste his time like you've wasted mine. Ah, endlich! What is the meaning of this? Botschafter, ich... Oder willst du? Ja, würde ich sagen, weil mein letzter war ja recht kurz. Botschafter, ich würde den Turei gerne ein Angebot von Admiral Tuvok und den anderen Angehörigen des Oberkommandos der Allianz unterbreiten. Dabei geht es um den Beitritt zu einer Allianz, die sich gemeinsam gegen die Bedrohung der Vador stellt. We want no more alliances. The Turei have a mutual defense pact with the Voth, and it is quite sufficient for our needs. Ich sehe aber keine Votschiffe in diesem System, Botschafter. Und wenn ich Sie erinnern darf, waren es meine Crew und ich, die Ihnen geholfen haben, während des ersten Vador-Angriffes Ihre Verteidigungssysteme wieder funktionstüchtig zu machen. Begone! I do not wish to order our pickets to fire upon you, but I will if I must. Botschafter, ich denke, dass... Da, mehrere Unterraumkorridore öffnen sich. Die Sensoren erfassen 3 Vador-Stoßtruppen. Roter Alarm! Wir müssen den Turei zeigen, wie die Allianz ihnen dabei helfen kann, ihre Heimatwelt zu verteidigen. The Voth are on their way. Natürlich! Ich riskiere einfach meinen eigenen Hals. Hey, gute Idee! Raten müsste, würde ich sagen, kommen hier 5 Wellen. Ich glaube, es waren 3. Okay. Hier ist was zum Reparieren, müssen wir das irgendwie beachten? Nee, die reparieren sich in der Zeit selber. So, okay. Sicher? Ja. Ich glaube ja. Ich glaube nicht, der eine explodiert gleich. Also die 3 hier oben sind jetzt tot. Egal, sind nur Turei. Okay. Jetzt mach ich hier jetzt das Ding aus. Ups, 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 ups. Jetzt bist du geliefert. Was? Naja, wenn Ups kommt. Nee, ich bin gerade so auf Schockwellen durch die Gegend gesurft. Ich verpeile das irgendwie immer noch. Ich denke immer, genau dieser Taktikmodus ist, denke ich, immer muss die manuell einmal mal aktivieren. Du musst mal wieder zünden, sonst macht der Abläufe. Das ist bei mir ähnlich mit dem Sensorenscan, den vergesse ich auch ständig. Hast du auch gerade einen Hänger? Ja. Okay. Dann lag's nicht an mir. Das ist schon mal gut zu wissen. Achso, nee, das meinte ich jetzt eher nicht. Ich dachte eher, du meinst meinen dezenten Tod. Achso, ich dachte, der wäre durch ein. Nee, das war dezente Unaufmerksamkeit einfach nur. Oh, guck mal, hier kann ich einen reparieren. Auszeichnung erhalten, was? Warship Wendcrusher. Was für ein Ding? Was weiß ich, Wendcrusher. Ah. Wendischer, weiß ich nicht. Keine Ahnung. V-A-N-Q-U-I-S-C-H oder ohne C. Mein Englisch ist dezent not so gut. Ja, mine as well. Au. Nein.
dieser Kahn gleich schon wieder. Aber Crazy Frog hat ihn eigentlich als gut abgetan, bis auf die Tatsache, dass ich ein Subsystem-Anvisierungsbuff drin habe. Das ist aber relativ cool. Also ich verstehe es trotzdem nicht, warum dieser Riesenkahn und trotzdem schrecklich funktioniert ist für den Feuerwehr. Kannst du ehrlich gesagt nicht sagen. Ich leg ja keine Kreuzer. Die sind mir zu unbeweglich. So. Meine Seite ist jetzt sauber. Ich komme mal mit darüber. Ja. Super Idee. Fliegt da genau rein. Ich bin nur ein Held. In dieses Artilleriefeuer bin ich genau reingeflogen. So. Macht doch Spaß. Ja, ja. Irgendwo? Da unten. 20 Dahin. Kilometer. Ah, da war Loot. Verdammt. Gott, aua! Ah. Ah. This was quite close. Ja. I see. Okay, this was too close. Aber ich krieg den Eindruck, die Explosion noch mit. Nee. Du machst das schon alleine, ne? James? James? Oh, das ist Loot. Oh, jetzt bin ich vom Server getrennt worden. Verdammt! Wieso das denn? Bin rausgeflogen. Gleich wieder da. Ja. Gott. Was? Hier, hallo, hier schießt jemand auf mich, Hilfe? Ja. Guck dir mal gleich so in die Box. Du! Von 64% Hülle auf 0 in einer Sekunde. Ja, das sind diese Artillerie-Dinger, wenn die Dinger mitten in den Raum feuern. Oder du hast ein Trikotwaldgeschütz Torpedo abgekriegt, das kann auch sein. Au. Das war nah. Kam noch irgendwas? Ist hier noch irgendwo was? Ne, da hinten. Ganz da hinten. Sind übrigens doch 5. Wenn ich mich nicht verzählt hab. Aha. Die haben nur gesagt, nur 3. Aber in dem Text stand was von 3. Ist das Artillerie, diese komischen Xe, die überall joinen, oder? Ja. Ah, okay. Ah, die Flugball, irgendwas. Aua. Aua. Aua.
Tut richtig Aua, ja. Hui. So waren das jetzt alle, ja? Schön. While your ship may be formidable, it is still no match for the Voth. We have already chosen our ally. Okay. Was haben wir zur Auswahl? Sie sind entweder zu stur oder zu einfältig, um zu erkennen, wenn sie eine einmalige Chance erhalten. Oder B. Ihre Schiffe stellen keine Bedrohung für die Vatvor dar. Sie benötigen unsere Hilfe. Oder C. Dieses Schiff hat mehr Vot besiegt, als ich zählen kann. Was nehmen wir? Oben. Oben? Oben. Ich glaube, dann ist er angepisst. What can you offer that the Voth cannot? Entweder die Voten müssen noch auf ihr derzeitiges Notsignal antworten. Wir haben ihnen geholfen, ohne dass wir etwas dafür verlangt haben. Oder B. Es kommt bei ihnen eine Forderung nach den anderen. Um ehrlich zu sein, ist mir das die Zeit nicht wert. Ich würde sagen, das obere Wissen hier Föderation. You have given us much to think about. Ah. Upon consideration, I think this alliance is in the mutual benefit of all involved. I will take your offer to my superiors with my approval. And then we'll send an attaché to your flagship to work out the details. Es freut mich, Sie als Verbündeten zu haben, Botschafter. Huh? Auf den Schirm. It is agreeable that your efforts so, to ich habe jetzt noch hier Admiral Tuva gerufen. We are reaching out to their embassy to begin our cooperation immediately. Thank you. Bei mir ist er gerade verschwunden. Das ging bei mir irgendwie so ineinander über. So. Wenn du durch bist, sag Bescheid. Ja, bei mir ist Text weg. Achso, es ist akzeptabel, dass es ihnen gelungen ist, die Turei für unsere Allianz zu gewinnen. Wir werden sofort Kontakt mit deren Botschaft aufnehmen, um die Kooperationsbemühungen in Wege zu leiten. Vielen Dank, Admiral. Verstanden, Admiral. Elisa Flores, lassen Sie uns unser neues Ziel wählen. Ah, jetzt kann ich Ziel wählen. Ja, so, schön. Entweder... Ich habe gerade Russensektor gelesen. Ja, Russen, ja, habe ich auch zuerst gelesen, aber Russan... Kann man das Ganze größer machen? Das muss man richtig lesen. Nee, natürlich nicht. Also entweder Rosan-Sektor, das sind die Oktanti, oder Nele-System, Nilex mit Hazari helfen, oder Prübel-System, den Doktor mit der... Oh, Doktor und Hierarchie, da hätte ich Bock drauf. Ja gut, dann kriegen wir dahin. Akzeptieren. Du fliegst übrigens in die falsche Richtung. Ja, ich fliege im Kreis. Guck. So, bevor wir uns jetzt hier aber weiter bewegen, wir haben bereits 26 Minuten auf der Uhr. Wir sehen uns dann alle in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Hummel, Hummel, Moss, Moss. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank an James. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis gleich. Morgen. Mittwoch. Mann.